Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt beim Unboxing. Das ist eben das erste Video der Videoserie, die ich angekündigt habe im Trailer. Den werde ich noch verlinken unten in der Videobeschreibung für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Und ja, wir sind jetzt hier beim Unboxing und werden das Paket auspacken. Ja, fangen wir an. Hier haben wir das Frischdampf, das ist immer dabei bei Regner, wenn man was bestellt. Hier sind die Neuigkeiten drin aufgelistet, was es neu gibt. Das tun wir mal hier auf die Seite. Dann Verpackungsmaterial. Auch weg. Dann die bestellte Dichtmasse. Und das eigentliche Fahrgestell des B-Kupplers. Das ist einfach eine graue Kartonschachtel. Schlicht und einfach, aber funktional. Wenn man die öffnet, haben wir hier die Anleitung für den B-Kuppler. Und hier schon die ersten Teile. Die Teile für die Zylinder, die Dichtungen und hier die Zylinderstangen und die Achsen des Fahrgestells. Hier haben wir die Puffer. Teile für die RC-Steuerung. Und das Spezialwerkzeug und die Spezialschlüssel. Die Teile für die Bremse. Die Zu- und Abdampfleitungen für den Zylinder. Die Teile für die Umsteuerung.
noch mehr Teile für die Umsteuerung. Und noch Kleinteile. Die Kupplungsösen. Noch ein paar Schrauben. Das sind wahrscheinlich die Zylinder. Ja, das sind die Zylinder. Mit den Teflonkolben. Der zweite Zylinder. Und hier das eigentliche Fahrgestell. Das wäre eigentlich rot lackiert, aber ich habe den Sonderwunsch geäußert, dass es rot ist. Ja, hier kommen dann die Zylinder ran. Hier die Zylinder. Dann die Räder. Ja, ich hoffe mal, mein Kessel passt da drauf. Hier die zwei Räder. Und die zwei Räder mit den Kurbelzapfen. Dann haben wir hier das Fahrwerk, das ich schon gezeigt habe. Die Zylinder. Die vier Räder. Die Kupplungen. Teile für die Steuerung, für die Umsteuerung, die Zu- und Abdampfleitungen, die Bremse, die ganzen Teile für die Zylinder. Die Puffer. Die Spezialschlüssel. Teile für den RC. Die Kuppelstangen und die Achsen. Ja. Das ist eigentlich alles, was zum Bausatz gehört, natürlich mit der Bauanleitung. Ja. Das war's eigentlich mit dem Unboxing-Video. Und ja, mal schauen. Wahrscheinlich beginne ich am Wochenende mit dem Aufbau. Und dann kommt natürlich zu jedem Teil natürlich wieder ein Video, der Zylinderaufbau, dann die Räder einbauen und so weiter. Da kommt immer ein Video, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich alle 2 Tage. Und das Video wird sehr wahrscheinlich am Abend kommen. Ja. Das war's soweit. Auf Wiedersehen.